hat ja super geklappt mit der kontaktlosen Anlieferung. Jetzt geht's zum Grill. Oh, lass uns mal direkt auspacken. Super. Ich bin schon ganz gespannt. Ja. Wow, was haben wir denn alles bestellt? Ah, fangen wir mal an hier. Die Baked Potatoes. Ja, die habe ich direkt zweimal bestellt, weil... Macht Sinn, genau. Ah, guck mal hier, das T-Bone Steak für Stefan, da freut er sich richtig drüber. Ja. Ich liebe ja das Rumpfsteak, ne? Das ist ja mein absoluter Favorit. Okay, mein Favorit ist das Rippeisteak. Ja, perfekt, passt ja. Ja, hier ist Suchcreme, davon kann man ja nie genug haben. Das stimmt. Steakpfeffer darf man auch nie vergessen. Ganz wichtig. Ich wollte das Zaubergewürz unbedingt mal ausprobieren. Und nicht zu vergessen sind natürlich auch die Grillsoßen, die bei keinem Verlangen fehlen dürfen. Ja. Sieht doch gut aus. Dann können wir loslegen. Ja. Perfekt. Wollen wir das nicht noch vorher würzen? Nein, auf gar keinen Fall. Also wenn du es zum Beispiel salzen würdest, würde das dem Fleisch die Feuchtigkeit entziehen. Und wenn du Pfeffer drauf machst, verbrennt der Pfeffer bei der Hitze und gibt Bitterstoffe ins Fleisch und dadurch wird das Fleisch dann bitter und ist nicht mehr ganz so köstlich. Ah, okay, super, wusste ich gar nicht. Wie lange muss das Steak denn jetzt draufbleiben? Ich würde es von jeder Seite circa 1,5 Minuten grillen. Mhm. Du kannst es immer nach einer Minute ungefähr um 45 Grad drehen. Dann hast du ein schönes Grillmuster im Steak drin. Und nach 1,5 Minuten würde ich es dann auf die Seite legen vom Grill, wo die Flammen nicht an sind, damit es dort nachziehen kann. Hast du noch einen Tipp für mich? Also was ganz wichtig ist, und wir haben ja primär frisches Fleisch im Online-Shop, Rumpsteak, Ribeye, Hüftsteak oder Filet, das ist, bevor du es auf den Grill packst, so ungefähr 30 Minuten bis 60 Minuten vorher aus dem Kühlschrank nimmst, damit das Fleisch auf Zimmertemperatur kommt.